Die Provinz Quang Tri in Vietnam. Am 17. Breitengrad, der ehemaligen Trennlinie zwischen Nord- und Südvietnam gelegen, war sie Schauplatz der heftigsten Kämpfe des Vietnamkrieges. Von ehemals 1000 Dörfern existierten nach Kriegsende nur noch 3. Bis heute sind ca. 100.000 Hektar der Provinz mit Minen, Bomben und Granaten verseucht. Fast 7.000 Menschen wurden seit Kriegsende durch Unfälle mit Minen und Blendgängern getötet oder verletzt. Es gibt keinen Platz in Vietnam, der so ist wie Quang Tri, an dem die Menschen Minen räumen müssen, bevor sie ein Haus bauen können. Es gibt keinen anderen Ort wie diese Provinz, an dem die Kinder ihr Handbuch über den Umgang mit Blindgängern in die Schule nehmen müssen. Bis heute behindern Kriegsfolgen die Überwindung der Armut am 17. Breitengrad. Seit 1998 realisiert die Nichtregierungsorganisation Solidaritätsdienst International, SODI, ein beispielhaftes integriertes Programm. In ihm wird humanitäre Räumung von explosiven Hinterlassenschaften des Krieges mit Entwicklungsprojekten kombiniert. In den letzten 10 Jahren hat SODI in Zusammenarbeit mit seinen vietnamesischen Partnern und finanziert vom Auswärtigen Amt fast 900 Hektar Land von Minen und Blindgängern beräumt. Das entspricht einer Fläche von 1125 Fußballfeldern. Über 60.000 Stück dieser explosiven Hinterlassenschaften konnten so vernichtet werden. Unter ihnen auch hochgefährliche Streumunition oder eher harmlos wirkende Überreste. Man darf halt nicht irgendwie manipulieren dran, weil die Zünder ja nochmal einen brisanteren Sprengstoff enthalten als der eigentliche. Auf den geräumten Flächen wurden 3 Dörfer wieder aufgebaut, 5 Kindergärten, eine Schule und ein Gesundheitszentrum errichtet. Private Spenden, vervielfacht durch Fördermittel der Bundesregierung und anderer, machten es möglich. Bauer Nam konnte mit seiner Familie aus einem Hochwassergebiet ins 2001 erbaute Dorf Thanh Dinh Ai Thu ziehen. Mit der im Projekt enthaltenen Anschubfinanzierung hat der Bauer Pfefferpflanzen angeschafft. Durch eine Spendenaktion der Brecht-Schauspielerin Käthe Reichel bekamen die Dorfbewohner auch 2 Schweine. Sie waren der Grundstock für seine bis heute erfolgreiche Viehhaltung. Hilfe zur Selbsthilfe lautet das Motto des Berliner Vereins. Die Familien erhalten neben einem Baukostenzuschuss für ein Haus einen Kleinkredit für Nutztiere oder eine Anschubfinanzierung für Pfeffer und Kautschuk. So können sie ihr eigenes Einkommen erwirtschaften. Voraussetzung für den Weg aus der Armut. Für über 200 Familien wurde so eine bessere Zukunft möglich. Zahlreiche Familien sollen folgen. Gegenwärtig werden 320 Familien mit Opfern von Agent Orange und Landminen unterstützt. Neben einem Baukostenzuschuss erhalten die armen Familien ebenfalls einen Kleinkredit für Nutztiere. SODI wird auch in den kommenden Jahren weitere nachhaltige Projekte gemeinsam mit den Menschen in Quang Tri umsetzen, sodass es an jedem Ort in Quang Tri heißt, wo einst Minen und Blindgänger das Leben bedrohten, werden Kinder wieder lachen.